Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Risen 3 Titan Lords bzw. Patty Wartet Lords. Da gehst du alleine hin. Jawohl, Patty wartet, denn wir haben nun anscheinend alle unsere großen Zauberer, die drei haben wir befreit. Und nun könnten wir uns eventuell mit unserem Geist wieder vereinigen. Hoffen wir es. Wir haben zumindest das Amulett von Kane erhalten. Für 400 Gold ausnahmsweise haben wir mal bezahlt, zur Abwechslung, weil wir so ein guter Mensch sind und die Armen natürlich unterstützen wollen. Aber so wie ich das kenne, werden wir auch nicht unbedingt weiter sein als vorher. Aber man kann es... Oh, wir können mit ihm reden. Umbringen will er uns wahrscheinlich trotzdem. Ich heile mich dementsprechend vorher einmal und speichere zwischen. Die drei Zauberer sind frei. Du hast es geschafft? War nicht leicht. Aber ja, das wird Necrolord schwächen. Doch ich fürchte, dass es zu spät ist. Was? Seine Manifestation hat bereits begonnen. Nein! Wenn er einmal zum Titan geworden ist, können wir ihn nicht mehr aufhalten. Aber ich kann. Wir müssen uns vereinigen. Schnell. Du weißt schon, dass es unser beider Ende bedeuten kann? Jetzt oder nie. Mach schon. Okay. Ich werde versuchen, Necrolords Bannzauber zu brechen. Los geht's. Entweder sind wir gleich beide weg, oder... Necrolord ist weg. Also. Tu es. So ist das doch schon viel besser. Hey, ich wusste ja gar nicht, dass... Die Erinnerung kommt zurück. Interessant. So, und jetzt habe ich ein Treffen mit einer Kreatur der Unterwelt. Ha. Ich hoffe, Necrolord hat sich ausgiebig auf unser Date vorbereitet und hat schon mal Wasser für den Kaffee aufgesetzt und rote Rosen gekauft und Kuchen gebacken und was auch immer. Jetzt sind wir also General. Ja, gut, das waren wir vorher auch schon. Also, wir sind, ja, toll, wir haben unseren Geist wieder. Hurra! Und jetzt? Das ist ja wunderbar. Wow, habe ich mir irgendwie spektakulärer vorgestellt. Aber hey, wir wollen mal... Oh, ein Teleportstein. Wir wollen mal nicht so sein. Es ist ja ganz wunderbar. Jetzt haben wir nämlich nach all diesen Wochen, Monaten, Jahren, wie lange es auch immer gedauert hat, endlich unseren Geist wieder. Und wir sind nicht korrumpiert worden. Wir sind genauso menschlich und barmherzig und wie auch immer, wie zuvor, wahrscheinlich noch mehr. Und wir haben unseren Geist endlich wieder. Wir haben der Unterwelt den Mittelfinger ausgestreckt und ihr ins Gesicht gelacht und gesagt, bäh, Zunge rausgestreckt natürlich auch noch, du kannst uns mal. Wir sind nämlich viel cooler als wie du und so überhaupt, ne? Und nun wollen wir noch einmal ganz kurz schauen, ob es auf dieser Insel denn noch ein bisschen was zu tun gibt, wo wir noch nicht waren, sofern man das feststellen kann. Und dann werden wir uns zu unserem alten Freund begeben. Darkiller sagt, dass ich den Geist im Norden nicht besiegen kann. Ich sollte jemanden finden, der einen Weg kennt, wie man mit ihm fertig wird. Vielleicht finde ich ja jemand im Basislager. Ach, Kane haben wir doch schon. Ach, das war gar nicht auf unseren Geist bezogen, sondern auf den anderen Geist, okay. Darkiller hatte den Auftrag, eines der Waffenlager der Schatten auszuheben. In dem Waffenlager befindet sich ein unbesiegbarer Geist, der sich nicht an die Waffen heranlässt. Ich sollte ihn irgendwie loswerden. War das zufällig dort oben irgendwo? Ja. Dann schauen wir da noch einmal noch ganz kurz vorbei. Bevor wir uns zu Necrolord begeben. Ein bisschen Aufwärmen an seinen Schergen hat noch niemandem geschadet. Schließlich wollen wir ja nachher nicht versagen. Das wäre nicht so schön. Also einmal ganz kurz trainieren und dann ihm mächtig in den Arsch treten. Da freue ich mich schon drauf. Am besten noch so mit Sporenstiefeln, damit es auch richtig schön wehtut. So, bist du Darkiller? Böses Land. Böse Träume. Böser Geist.
Aber nicht mehr lange. Und dort ist er. Hat der uns eigentlich schon mal angegriffen? Asmodai. Deine Unsterblichkeit ist Geschichte. Du wagst es, an meiner Macht zu zweifeln? Dieses Amulett nimmt dir deine Macht. Was? Wo hast du das her? Her damit! Nein! Das kannst du vergessen. Meine Geduld mit dir findet nun ein Ende. Mach dich bereit zu sterben. Na warte! Und nun kämpfe wie ein Mann! Ah! Boah, Alter. Asmodai ist Leibwächter. Sehr gut, Patty. Halte mal ganz kurz in den Zaum. Ich kümmere mich um seine Freundin. Und nun um ihn selbst. Lass meine Schwester in Ruhe. Und verzieh dich. Alles in Ordnung? Anscheinend schon. Das war dann hoffentlich auch das letzte Waffenlager. Aber da bin ich mir nicht so sicher. Da müssen wir wahrscheinlich gleich nochmal ganz kurz in der Questliste vorbeischauen. Dakila! Das Lager ist wieder sicher. Der Geist hat sich in Luft aufgelöst. Uwamba, Gucho. Großes Voodoo, du beherrschst. Ort ist wieder sicher. Wie konnte der Wellenkrieger das schaffen, wo Dakila versagt hat? Ich bin halt einfach grandios. Ein Amulett der Dämonenjäger half mir dabei. Das bleibt mein Geheimnis. Ein Amulett der Dämonenjäger half mir dabei. Chi, großes Voodoo auch bei anderen Völkern. Mächtige Freunde unter ihnen. Hier, dieses Kipawa ist für dich. Du hast die Last von Dakilas Schultern genommen. Ach, vielen Dank. Böses Land. Ja. Und ganz böse Waffenlager. Haben wir jetzt alle? Sieht ganz danach aus. Gibt's eigentlich irgendwo noch einen Ort, wo wir nicht waren? Hier müssen wir wahrscheinlich noch hin, kann das sein? Nee, da war diese Riesenkiste. Da war ja unser Geist. Also da müssen wir noch rein in den Berg und dann sind wir bei Necrolord. Dann waren wir eigentlich überall, wenn ich das so sehe. Aber wahrscheinlich sagt es unsere Questliste anders. Es gibt nicht genug Essen, um den Krieg gegen die Schatten gut führen zu können. Ich sollte mich mal umhören, ob ich dafür nicht eine Lösung finden kann. Wo müssen wir dafür hin? Alle Wege führen zurück in unser Lager, also gut. Manchmal hält man Feuer. Habt ihr vielleicht irgendeine Idee? Anscheinend nicht. Bones, du kennst dich doch sicher damit aus. Was mit Edward? Nee. Kann man Seelenstaub tauschen. Jafar? Wobei, so kurz vor Ende. Wenn schon. Ja. Tausche Seelenstaub gegen Menschlichkeit. Dann machen wir unsere Seelenpunkte auch voll auf 100. Ich wusste gar nicht, wie das passieren konnte, dass wir da was verloren haben. Wir beobachten dich, Zivilist. Ja, es wird bestimmt nötig sein. Ist ja nicht so, als hätte ich gerade die Welt, also werde gleich die Welt retten. Ich möchte Bericht erstatten. Dann schieß mal los. Das Waffenlager im Norden ist befreit worden. Ein Kundschafter berichtete mir, dass Kidlat Probleme mit einem Geist hatte. Die waren einmal. Sehr gut. Alle Waffenlager sind jetzt unter unserer Kontrolle. Das sind gute Neuigkeiten. Hier, nimm das als Belohnung. So kurz vor dem Ende der Welt so viel Kohle zu bekommen, ist irgendwie traurig. Da hat sie aber leider recht. Und im Übrigen vielen Dank, es hat mir sehr weitergeholfen. Du kannst dein Amulett wiederhaben. Danke. Ich hatte mich eh schon schlecht gefühlt, es aus der Hand zu geben. Hier, dein Gold kriegst du natürlich zurück. Ach, das kannst du auch gerne behalten. So, dann bleibt nur noch die Frage nach dem Essen. Darüber, wie scheiße du eigentlich bist. Wie wär's damit? Schlangenwurz. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht noch irgendwie ein bisschen Ausrüstung vor dem Endkampf machen sollten. Irgendwie, weiß nicht, Tränke brauen, noch Skillen und so weiter. Aber yes, ja, ich glaube nicht, dass das nötig ist. Die Frage ist, wie kriegen wir die Sache mit dem Essen gewuppt? Oder haben die inzwischen eventuell irgendwas? Bring mir... Lass sehen.
Einschüchtern Trinker Alchemie. Haben die eventuell inzwischen mit ihrem... Die wollten sich doch da um das Fleisch kümmern. Wir sind zu einer Lösung gekommen. Hervorragend. Die Verbindung von meiner Magie und Kittlers Voodoo ist wahnsinnig. Ich habe die Killer immer für einen Haufen ungebildeter Wilder gehalten. Sein Voodoo ist eine hochinteressante Sache. Unglaublich, was die Mischung von Magie und Voodoo macht. Komm mal wieder runter. Entschuldigung, ich bin nur so aufgeregt. Und was ist jetzt mit dem Schattenfleisch? Wie sieht's aus mit einer Belohnung? Was ist jetzt mit dem Schattenfleisch? Natürlich, natürlich. Hier, nimm etwas von unserem gereinigten Fleisch. Die Wirkung dieses Fleisches ist unglaublich. Das hat nur so gut funktioniert, weil diese Schatten gerade ein paar Menschen gefressen hatten. Aber normales Schattenfleisch können wir nun zumindest essbar machen. Das muss reichen. Ich wollte gerade schon sagen, Belohnung, was? Die Rettung der Welt ist mir Belohnung genug. Was kann sie ein? Ja, interessiert mich nicht. Ich habe mich nur verklickt. So, dann haben wir das auch. Hurra! Wir haben die Totenkopfinsel anscheinend erfolgreich abgeschlossen. Also, bis auf den Endgegner, der noch auf uns wartet. Und wenn ich so auf meine Folgenzeit schaue, sind wir genau in der Hälfte. Also ungefähr 11 Minuten. Das heißt, entweder wir machen jetzt noch 9 Minuten irgendeinen Unsinn und dann am Anfang der nächsten Folge geht es direkt in den Endkampf, oder wir gehen jetzt dahin und machen halt eventuell krasse Überlänge. Wobei meine Finalfolgen meistens immer irgendwie eine Stunde lang sind. Nicht, dass die letzte Folge dann nur 5 Minuten geht. Wobei die Credits wahrscheinlich alleine schon 20 Minuten füllen. Von dem her, gut so, würde ich fast sagen, wir machen noch irgendwas anderes. Dient unserer Sache. Hätte ich nicht besser sagen können. Gehen vielleicht noch irgendwelche Inseln oder skillen vielleicht doch noch ein bisschen. Und dann geht es am Anfang von der nächsten Folge dann in die Höhle von Necrolot. Was müssten wir denn noch lernen, bevor wir den Kampf antreten? Härte wäre wahrscheinlich gar nicht mal so undumm. Magie haben wir ja schon ein bisschen, ne? Also 105, mehr geht anscheinend nicht. Ich klicke hier rum, aber da passiert nichts. Hätten wir denn ausgemaxt oder wie? Aber es kostet halt schon viel. Und die 5 Punkte, die bringen es dann wahrscheinlich auch nicht mehr so wirklich. Dann lieber hier, dass wir im Endkampf ein bisschen mehr aushalten. Das wäre mir doch etwas lieber. Das brauchen wir auch nicht. Dann meinetwegen halt hier noch List. So. Und, ne, so. Dann auch den Inventar. Jetzt haben wir ja hier das Amulett abgelegt. Das heißt, wir müssen noch schauen, was wir stattdessen anlegen. Und zwar Kristallmagie. Plus 10. Hatten wir noch irgendwas? Plus 15, wenn ich mich nicht irre. Wir wollen natürlich möglichst viel Schaden machen. Und rüsten uns dementsprechend aus. Kristallmagie plus 20. Perfekt. Voodoo-Magie, ja. Silberzunge, wir können Necrolot bestimmt doch einfach überreden, die Welt nicht zu zerstören. Oder was auch immer der vorhat. Oder einschüchtern. Naja, ansonsten hier Ring. Ring der Magie, Kristallmagie, ja, das passt doch. O-Ring. Silberzunge, haben wir da vielleicht noch irgendwie was Sinnvolleres? Magie sicher, Voodoo-Magie, ja, Magie sicher ist besser als Silberzunge da oben. Linkhand ist auch vollkommen wurscht. Wobei hier die Waffe ist ein bisschen besser. Werden wir eh nicht benutzen. Stählerne Armbrust, aber wir haben wahrscheinlich keine Bolzen. Und hier die Schrotsachen, die benutze ich eh nie. Da ist die Pistole sowieso besser. Rüstung und so weiter, da hat sich sowieso nichts geändert. Von dem her sind wir bestens vorbereitet. Mit dem Verlust der Vorposten haben wir den Schatten einen herben. Wir können auch sonst nichts mehr lernen, eigentlich. Nicht, dass ich wüsste. Zumindest keine Magie oder sowas in der Art.
Jedenfalls nichts Wichtiges. Das heißt, wir könnten wirklich noch ein paar Quests abgeben. Oder legendäre Gegenstände sammeln. Warum denn nicht? So, wo? Kalador. Auf geht's nach Kalador. Wir sammeln noch ein paar legendäre Gegenstände ein. Das ist eine gute Idee. Das ist sogar noch recht produktiv. Komm mit. Gut. Lassen wir die einfach alleine gegen den Titanenlord kämpfen. Das schaffen die schon. Kein Problem. Ist ja nicht irgendwie... Weiß nicht, was ist denn das für ein Titanenlord? Wir sollten vorsichtig sein. Ein ziemlich mächtiger auf jeden Fall. Haben wir ja schon zur Genüge kennenlernen dürfen. Den netten Herrn. Oh. Na, nee, das machen wir mal lieber nicht. So. Wie, um Gottes Willen, kommen wir denn jetzt dahin? Vielleicht hätte ich doch klettern sollen. Oder wir nehmen einfach die Treppe. Vielleicht können wir hier außenrum über... Also, um die Schlucht außenrum gehen. Altes Wissen. Hm. Okay, Treppe war keine so gute Idee. Wir gehen nochmal raus. Aus den Ruinen. Und versuchen unser Glück wirklich, indem wir außenrum gehen. Das ist ja voll das Labyrinth hier. Oh, 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 oh. Wenigstens sind hier keine Gegner mehr. Oh, wir haben es geschafft. Hurra, ein Schatz. Warum auch nicht? Ja, komm, heb aus. Kannst auch ruhig die Finger benutzen. Freundchen. Oder du zauberst die Truhe einfach aus dem Boden. Ist auch kein Problem. Johns Schatz. Bin ich ja mal gespannt. Ornamentgürtel, Härte plus 5. Hat sich doch total gelohnt. Was ist das nächste auf unserer Liste? Haben wir noch irgendwas auf Kalador? Taranis. Taranis. Kalador. Opfermesser der Druiden. Das ist bei einem Händler. In der Zitadelle. Welcher von den Dämonenjägern ist es denn? Und will er es uns verkaufen? Porter. Nein. Ja, ja, du musst Messer schleifen. Wer ist es? Hier, der. Henrik. Was kann... Es müsste wahrscheinlich... Wie heißt das, was wir suchen? Kette des Königs, Nebelstein, Ring des Ersten Krieg. Ich dachte, wir suchen einen legendären Gegenstand. Das stumpfe Opfermesser. Nach dem Opfermesser der Hä? Ich, ja, und Hendrik. Das stumpfe Opfermesser. Ich will etwas lernen. Was willst du wissen? Wie ich das stumpfe Opfermesser kriege? Gut genug. So gut bin ich auch nicht. Das wäre wunderbar. Klingen sicher? Dafür bin ich nicht gut genug. Was? Das stumpfe Opfermesser, Schattenwaffe. Der hat sowas nicht. Der hat nur Schattenwaffen, das einzige messrige, was er hier hat. Ich kann ihn auch nicht darauf ansprechen. Warum sagt mir die Questliste dann, dass er das hat? Henrik. Vielleicht steht er ja auf dem Opfermesser drauf. Muss ich ihn... Ich kann ihm ja auch nicht Taschendiebstahl. Muss ich ihn umboxen? Er schaut mal ganz kurz weg, Jungs. Wenn ich ihn vielleicht plündere? Kristallohrring. Nee. Boah, die machen sich unsichtbar.
Miese, feige Schweine. Ich kann ja nicht mal angreifen. Drake, der hat auch kein Opfermesser. Porter schon wieder. Da stehen wir ja schon wieder vor dem nächsten Rätsel. Das stumpfe Opfermesser. Liegt hier auch nirgends einfach rum. Es ist... muss bei Henrik sein. Wir können nichts klauen, wir können nichts kaufen, wir können nichts lernen. Ist es vielleicht dann... in seinem Zimmer oder so, aber warum wurde das dann auf der Questliste, auf der Karte so angezeigt? Das macht doch keinen Sinn. Was ist hier los? Ist doch bestimmt eine Verschwörung von dem Spiel. Oh. Ich glaube, das bringt's nicht. Das stumpfe Opfermesser. Messerschmiedehammer. Hammer, Meißel. Was? Schmiedehammer. Nee. Wilson, altes Wissen, Krug. Es wird sich bestimmt nicht finden lassen. Ich wüsste auch nicht, wo das Zimmer von dem Typen sein soll. So, dass wir das da drin irgendwo finden. Wobei die Quartiere von den Dämonenjägern ja wirklich da oben sind. Also. Connor. Haben wir uns schon mal... um dich über mich lustig zu machen, oder willst du tatsächlich etwas kaufen? Haben wir uns schon mal gesprochen? Anscheinend nicht. Bist du ein Händler? Ich will mich über dich lustig machen, ganz klar. Bist du ein Händler? Gut erkannt, Bursche. Entweder du kaufst jetzt etwas oder du verziehst dich. Schlechte Laune? Ja, weil mich hier keiner ernst nimmt. Bist du etwa kein Dämonenjäger? Aber nur, weil meine Familie aus einem alten Dämonenjägergeschlecht kommt. Eigentlich will mich hier keiner. Lass dein Schwert zu Hause, sagen sie. Bleib bei deinen Zahlen, sagen sie. Ich werde denen schon noch zeigen, was ich drauf hab. Ja, im Kopf rechnen macht dir wahrscheinlich keine was vor. Hast du zufällig ein Opfermesser? Nein. Ich bin auf der Suche nach einer Zauberformel. Dann solltest du besser die Magier aufsuchen. Ich kann dir da nicht weiterhelfen. Meine Interessen liegen woanders. Kannst du mir etwas verkaufen? Natürlich kann ich dir etwas verkaufen. Aber vorher musst du etwas für mich tun. Ich glaube nicht. Was soll ich sammeln? Wen soll ich töten? Was soll ich sammeln? Pass auf. Ich will, dass du den Weltenverschlinger findest und mir sein Herz bringst. Ich brauche 300 Felsbrocken der Vernichtung aus dem Vulkan des Todes. Außerdem will ich, dass du an der tiefsten Stelle des Ozeans den verfluchten Schatz von Captain Blutklinge hebst. Zuletzt hätte ich gerne noch das Auge eines Drachen. Sonst noch was? Vielleicht Kaffee, Pommes dazu? Kann ich... was kriege ich dafür irgendwie? Sonst noch was? Nee. Ich mache nur Spaß. Ah, sehr lustig. Geschichten aus der alten Zeit. Wahrscheinlich gibt es sowas wie einen Weltenverschlinger gar nicht. Und der Schatz von Captain Blutklinge ist vermutlich auch nur eine Legende. Hey, ich bin Geschäftsmann. Natürlich verkaufe ich dir meine Waren, auch ohne, dass du etwas dafür tust. Ach, das ist aber nett von dir. Zeig mir deine Waren. Nichts lieber als das. Hast du ganz rein zufällig auch ein grünes Kopftuch? Das würde ich jetzt so gerne haben. Nein, du hast wahrscheinlich auch nicht mal eine Opferklinge, Opfermesser, wie auch immer das hieß. Nein, hast du nicht. Na gut. Ist, glaube ich, auch egal. Vielleicht liegt es ja hier im Raum verteilt. Irgendwo. So wie die explodierte Freundin. Die Kraft der Kristalle. Hier steht was von einem Sonnenkristall. Den habe ich schon. Oh, okay. Na, wenn du meinst. Dann verabschieden wir uns. Das Geheimnis der Zitadelle Band 2. Oh Gott, was tust du da? Was? Ich nichts. Ich gehe ja schon wieder. Was ist das für ein Trank, den du da hast? Eine silberne Karaffe. Ja, okay, gut. Dann ist egal. Dann verabschiede ich mich von dieser... Moment, wir gehen zurück zu unserem Schiff. Und in den nächsten
Folge. Geht es zu Necrolord. Da freuen wir uns bestimmt ganz alle total toll drauf. Vielleicht lesen wir am Anfang der Folge noch das Geheimnis der Zitadelle, wenn wir den einen Band jetzt gerade gefunden haben. Haben wir die anderen schon gelesen? Ich weiß es nicht. Da gucken wir dann in der nächsten Folge nach. Ich würde es auch gerne in dieser Folge machen, aber die hat schon Überlänge. Und ja, das, man muss ja nicht übertreiben. Also, in diesem Sinne verabschiede ich mich zum wiederholten Male und wünsche euch eine gute Nacht und esst was Schönes und bereitet euch gut auf den Endkampf vor. Bis dann.